Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, gestern haben wir die Brutmutter gemacht und heute würde ich ganz gerne den Mixer an der Hecke machen. Genau, wir machen den Mixer an der Hecke, weil dann wäre die Hecke abgeschlossen. Ich habe die zwei Zähne jetzt gestern auf Schnelle noch geholt. Ich habe mich da mit Ton schnell hochgebaut. Ne? Ist ja nichts irgendwie, was man unbedingt sehen muss. Ne? Okay. Also, wir gehen hier mal auf Orte und da sehen wir, hier fehlt noch ein Ort und das ist nämlich der Mixer bei der Hecke. Das heißt, den werden wir abschließen und wir werden uns jetzt auch so durcharbeiten. Das bedeutet, wir machen den Rasen fertig, dann machen wir alles am Teich fertig. Dann kommt der Müllhaufen nochmal dran, dass wir die letzten Punkte noch haben. Sandkasten fehlt nur noch der Mixer, der muss noch gemacht werden. Picknicktisch sind wir fertig. Nebelgebiet muss ich auch gleich nochmal gucken, was da fehlt, ja. Hecke? Kann ja nicht sein, dass das jetzt der Mixer ist. Normal ist das eigentlich hier der. Hey, egal. Kriege mal hin. Sonst muss ich selbst nochmal meine Videos gucken. Da war es drin. So. Das heißt, wir haben. Ach, wir haben alles. Sollte ja eigentlich ganz easy gehen. Stopp. Wir nehmen das Reparaturwerkzeug mit, weil wenn was schief läuft, können wir auch nochmal reparieren. Ich glaube es zwar nicht, weil Hecke sollte kein Problem sein. Aber man weiß ja nie. Wir haben ja gestern auch gemerkt, ja, Brutmutter ist ja eigentlich kein Problem. Aber irgendwie war die gestern doch ein ganz schönes Problem. Aber nach der Aufnahme hat die liebe Jessie das nochmal probiert auf Flauschig. Und da muss man auch sagen, die Brutmutter auf Flauschig ist sogar auch um einiges heftiger geworden. Also die haben hier wirklich einiges angepasst, was hier den Schaden mit den Tieren angeht. So, das heißt, wir segeln erstmal darüber und dann machen wir direkt den Mixer an der Hecke. Es müsste normalerweise auch der zweite Mixer hier im Rasengebiet sein, weil es gibt ja sonst keinen Mixer mehr. Der nächste wäre im Nebelgebiet. Ich weiß auch jetzt nicht, was mir dann in der Hecke noch fehlt. Da muss ich echt gleich mal gucken. Muss ich wieder meine ganzen Unterlagen hier rauskramen. Mist. Naja. Weil normalerweise zählt der Mixer noch zum Rasengebiet eigentlich. Ah, sehen wir gleich. Ob der Rasen dann abgeschlossen ist. Bei der Hecke, ich weiß es nicht, das kann sein, dass hier noch eine Dose liegt, die ich noch nicht erkundschaftet habe. Müssen wir mal gucken. Irgendwas wird es wohl sein. So. Ach komm, halt die Klappe, hau ab. Tschüss. Ach, noch eine. Mit ihrem blöden Giftschaden. Bin ich ja froh, dass die Großen nicht auch noch Giftschaden machen. Weil die Kleinen sind schon so nervig. So, wenn wir schon hier sind, gucken wir uns auch grob mal um. Aber die Dose müssten wir eigentlich schon haben. Sonst müsste das ja jetzt aufblenden. Also die Dose ist es nicht. Hier haben wir, glaube ich, auch alle Zähnchen eingesammelt. Da vorne ist der Mixer. Da ist noch ein Spinnchen. Ja, 10-mal dran vorbeigekloppt. Sehr schön. Ey, komm da runter. Hier unten. Ah, das ist oben noch ein Punkt. Aha, du hast entdeckt Mixer. Jetzt gucken wir kurz mal nach. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Nein, es war nicht. Also es war doch hier bei der Hecke. Jetzt ist die Hecke komplett. Ja, muss ich nochmal gucken. Weil hier ist eigentlich auch ein Mixer. Aber was für ein Mixer ist denn das? Da zählt doch nicht der Nebelmixer dazu. Also hier ist normal noch ein Mixer. Bin ich jetzt blöd? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr es ja auf Anhieb. Sonst ich muss nochmal nachgucken. Gerade mal schauen, aber ich glaube, hier waren wir drinne.
Oh, hier waren wir noch nicht drin. Oh ja, dann nehmen wir den doch auch gerade mit, wenn wir schon hier sind. Wir haben ja gesagt, wir wollen alles abschließen, was möglich ist. Ja, jetzt haben wir unser Ameisentotem. Ah, brauchen wir ja. Ganz wichtig. Das wichtigste Bauteil, was es gibt im Spiel, der Ameisentotem, ne? Und das ist ein Punkt, der irgendwo da oben noch sitzt. Aber um die Punkte geht's mir nicht. Die brauchen wir ja auch nicht alle, um 100% zu erreichen. So, ich würde da ganz gerne nochmal reingucken. Da eventuell noch irgendwas übersehen. Ja, Spinnchen übersehen. Tschüss, leck mit dir. So. Hier haben wir alles. Na, hier ist nichts mehr. Okay. Ja. Das machen wir wieder ganz easy, ganz locker. Komm, hier den nehmen wir auch wieder mal mit. Wir bauen den einfach wieder ein. Und dann kloppen wir uns ein bisschen rundherum. Sicher ist sicher, ne? Sonst müssen wir es noch 100.000 mal machen. Wobei ich sagen muss, die Mixer mache ich so schon nicht gerne, weil, ja. Das, was man dafür bekommt, ist eigentlich nicht notwendig, ne? Aber es wäre ja schön, wenn wir hier die 100% schaffen. Kann ich zwar nicht garantieren, aber wir versuchen es zumindest. So, komm, zack. Ab geht's. Machen wir nochmal hier. Ja, look out. Ach, Mistviecher. Na auf. Von da müssten sie jetzt kommen. Na auf, es wird langweilig. Ach, guck mal an, ich kriege Besuch. Mir kriege Besuch. Ja, ist ja gut. Mach mal brav. Sitz. So ist gut. So gefällt ihr mir am besten. Ist halt sehr schwer hier, der Mixer. Sehr schwer. Ah, da kommen zwei kleine. Die große will nicht. Die kleinen sind brutaler wie die großen. Wegen dem blöden Giftschaden. Ey, jetzt. Komm. Ey, nee. Nee. Ach, ihr seid doch langweilig. Komm, macht doch mal was. Die Waschmaschine ist gleich fertig hier. Hälfte haben wir schon. Immer das Gewarte, ne? Guten Tag. Lässt ihr meine Wand in Ruhe? Ey, das mit dem Ausdauerbuff, das geht mir so auf den Senkel. Ich glaube, das sage ich auch gerade mittlerweile in jeder Folge, aber es geht mir einfach auf den Senkel. Ach, da sitzt noch einer. Na komm, war da schon alles? Auf jetzt, da hinten kommen sie. Moin. Was wollt ihr denn?
Aha. Kleine Mistviecher. Ja, sollen sie Pilzwand futtern? Ist mir doch wurscht. Ach ja. Ich würde sagen, Schleudergang haben wir bald, da. Ja? Aha. Was war das schon alles? Ach so, du haust einfach ab. Ja, ja. So, jetzt haben wir auch unser goldenes Kärtchen. Sehr schön. Irgendwie muss ich es ja rentieren, ne? Aber ich glaube, das war's jetzt. Oder kommt noch was? Ne, ich glaube nicht mehr. Kann jetzt passieren, dass sie da hinten irgendwo angelatscht kommen, aber dann macht's blub und dann drehen sie sich wieder rum und gehen wieder. Eieieiei. Das war's schon. Nehmen wir wieder mit unsere Pilzziegel. War halt jetzt sehr schwer, ne? Giftzone könnte ein bisschen brutaler werden. Aber die müsste eigentlich auch machbar sein. Na komm. Na komm. Sag mal. Jetzt. So, da haben wir das schon abgeschlossen. Jetzt will ich mal schauen. Orte. Hecke ist abgeschlossen. Komplett. Ich muss halt echt nochmal gucken, was hier im Rasen für ein Mixer sein soll. Weil das ist eigentlich noch ein Mixer gewesen. Oder haben sie da was geändert? Ist halt blöd, wenn man da nicht genau weiß, welcher Ort das ist, der noch fehlt. Aber gut, Hecke sind wir durch. Das heißt, hier können wir jetzt gehen. Kommt, ich nehme auch noch mit. Ja, komm. Du dürfst auch noch an. Da seht ihr schon, das Katana holt halt sehr viel raus, ne? So. Da steckt wieder eine Feder in der Wurzel drin. Können wir abbauen, aber die wird wahrscheinlich wieder da drinnen bleiben. Ja, war ja klar. Ey, den Fehler, den haben wir doch schon seit bestimmt einem Jahr. Und auch schon 5 Millionen Mal gemeldet. Dann haben sie immer noch nichts gemacht. Jo, dann. Ja, durstig. Du mich auch. Komm, dann trink was. Dann einmal nach Hause. Wenn wir noch alles zerlegen, was wir auf dem Weg kriegen. Ah, Läuse wollen wir keine. Die wollen wir eigentlich auch nicht. Ah, hier ist auch wieder irgendwo ein Punkt. Ist nur die Frage, wo. Das ist wahrscheinlich meistens hier irgendwo unter den Blättern. Aber wie gesagt, bei den Punkten mache ich mir eigentlich nicht die Mühe und suche die groß. Weil bis mir die Punkte gefunden hat und gesucht hat und sich hingebaut hat oder sonst was, hat mir schon 10 Missionen gemacht in der Zeit. Ich glaube, die habe ich doch schon als goldene Karte. Da macht es eh keinen Sinn, die zu killen. Aber gut, es gibt nochmal Futter, ne? Hier muss
muss irgendwo der blöde Punkt sein. Dann halt nett. Dann halt nett. Der müsste direkt hier bei mir sein. Da haben wir den. Ah, okay, Escape. Ah, okay, kein Punkt. Ah ja, gut, dann nehmen wir den halt mit. Die sind aber nicht notwendig, um die 100% zu kriegen. Müsst eigentlich... Ich glaube, da unten ist ein Punkt, ha? Irgendwas reflektiert da lila. Das ist da oben der Spiegelung. Na gut, dann halt nett. Dann können wir unseren ganzen Kram reparieren. Und dann wäre die Überlegung... Wäre das nächste den Mixer am Nebellabor. Aber den Mixer hier am Rasen haben wir ja schon gemacht. Och komm, Bombi, nee, komm. Geh arm. Ich frage mich jetzt echt, was hier am Rasen noch fehlt. Weil laut meiner Liste ist es ein zweiter Mixer. Aber was ist denn hier für ein zweiter Mixer? Im Rasen gibt es ja keinen zweiten Mixer. Hm. Na, wie gesagt, wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Das kann wieder sein, dass mein Hirn nicht so schnell will. Hm, wir können aber nochmal Quests mitnehmen. Kaulquappen und Wasserfloh. Na super. Gerade wo wir sie gemacht haben, ne? Gerade wo wir sie gekillt haben. Das ist auch immer so typisch, ne? Man kriegt die Mission dann, wenn man gerade die Tierart gekillt hat. Inventar voll. Haben wir so viel Schrott einstecken? Oh ja. Okay. Ei, dann müssen wir nochmal in den Teich. Dann müssen wir nochmal in den Teich. So, das hängen wir alles mal auf. Das Wasser kochen wir auch hier direkt vor Ort. So, alles weg? Nee, nicht alles weg. Ah, müssen wir noch analysieren. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir doch hin. Hirnschmalz müssten wir doch auch durch sein. Da ist doch nichts mehr, oder? Nö. Haben wir alles. Also macht's Analysieren auch keinen Sinn mehr. Naja, was heißt, macht keinen Sinn mehr. Wir brauchen ja trotzdem noch weitere Rezepte. So, komm, dann drückt ihr doch gerade mal hier zwei Stück rein. So, die hängen wir auf. Zack. Und einmal wegpacken geht nicht. Müssen wir mal gucken. Tiere 1 ist randvoll. Tiere 2 ist randvoll. Tiere 3. Oh, da haben wir noch Platz. Da machen wir die mit rein. Zack, zack, zack. Alles weg. Das können wir behalten. Das lassen wir auch mal im Inventar. Die Keule kann weg. Und die Pusteblume. Oh, die sieht noch gut aus. Die behalten wir halt. So, dann den mal leer machen. Und das schmeißen wir irgendwo beim Material rein. Ist ja wurscht. Aber wir müssen unsere Läuselatschen wieder reparieren. Die gehen so schnell kaputt. So, wenn wir schon dabei sind, können wir die auch mal reparieren. Und können die auch mal reparieren. So. Dann gehen wir schlafen. Dann ist die Überlegung, was wäre das Nächste? Müssten wir echt nochmal in den Teich. Ja, wir stellen mal hier den Milbenhut her, machen die Kaulquappen und die Wasserflöhe noch schnell. Sollte ja schnell funktionieren. Das heißt aber, wir brauchen hier unser Teichgelumpe.
Das können wir jetzt essen. Und den Milbenhut soll ich ja herstellen. Den habe ich auch noch nie benutzt. Den habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung, für was der ist. Also Atem holen war das. Ach so. Ja. Ja. Brauchen wir nicht. Weg damit. Vielleicht. Wir nehmen noch eine Laterne mit. Ach komm, hier nehmen wir gleich mal ein paar mehr mit. Weil wenn wir schon im Teich sind, da können wir auch gleich mal gucken. Teich, Teich, Teich. Wo gehen wir hin? Hier gehen wir hin. Hier vorne auf dem Tetrapack, den Punkt müsste ich mir auch mal holen, weil da bin ich mit der Seilbahn direkt drüber. Das heißt, da reicht es eigentlich, wenn ich abspringe und dann habe ich den Käse auch. Aber hier den Mixer haben wir. Ist noch irgendwo einer gewesen? Also ich weiß, da war, wurde immer ein zweiter Mixer angezeigt in der Warteliste. Ja. So, warum gehen wir jetzt hier hinten in den Teich? Ganz easy, weil ich möchte mal gucken. Ich weiß nicht, wie, ob ich da schon war oder nicht. Hier ist ja auch der tiefe Schlund oder wie das Ding heißt. Da werden wir mal kurz reintauchen. Ach, nicht schon wieder der Koi. Der hat mich erst gefressen letztens. Wir wollen in den Schlund der Tiefe oder wie sich das denn nennt. Hier, Junge. Oh, der macht nicht viel Schaden, der Speer. Ja gut, es ist minzig. Klar, Spinne ist grundsätzlich würzig. So, jetzt einmal da runter. Und dann halten wir uns gleich rechts. Da haben wir noch ein Pünktchen, das nehmen wir mit. Natürlich. Natürlich, natürlich. Aha. Immer schön killen die ganzen Spinnen, weil die geben ja auch nochmal Sauerstoff. Wenn wir sie killt kriegen. So, und dann einmal hier zum Punkt und dann müssen wir gucken. Hier oben war irgendwo eine Luke. Das will ich nämlich gucken, ob ich da schon drinne war. Die ist nur immer blöd zu finden. Also ich suche da immer und da ist sie. Gehen wir mal rein. Ist jetzt die Frage. Ne, da waren wir noch nicht. Aha, haben wir das auch mal abgeschlossen. Alles mit. Auch noch mit. Aber ich glaube, hier die Stelle, die kennen viele von euch noch nicht. Oder vergessen die immer wieder. Do not touch. Das ist nämlich hier der Dingens, ne? So, und hier waren wir ja schon. Weil das ist jetzt hier die andere Röhre. Mal die Kiste auf. Ja. Ja, komm mal her, du. Haben wir einen? 10 Stück brauchen wir. Versunkener Kübel. Ach, jetzt kriegen wir alles hier zusammen. Das ist doch gut. Das ist doch gut, wenn wir jetzt alles zusammenkriegen. Der Ehering hatte man auch noch nicht. Aber habe ich überhaupt irgendwas hier im Teich gemacht? Na. Darum halte mal ein bisschen was ab. Komm du auch gerade noch her, ja. Blödes Gespinne hier.
einmal halt der Teich leer. Bleibt nichts mehr übrig, außer Koi. Den kriege ich leider nicht klein. Immer alles schön abtauchen. Oh, Junge. Könnt ihr mich auch mal in Ruhe lassen? Also sonst kriegt man immer die Mission, töte Wasserspinnen. Und dann sucht man sie, weil sie irgendwie nicht auftauchen oder nicht wollen. Und jetzt, wo man sie nicht braucht, da unten ist noch ein Punkt. Dann, wo wir sie nicht brauchen, kriegen wir sie gleich alle vor die Schnauze. Ja, treffen müsste man können. Einer fehlt noch und dann fehle noch Kaulquappe. Wasserflöhe, Kaulquappen, genau. Hier ist auch noch ein Zahn. Muss mal gucken, wo der noch liegt. Kann das sein? Müssen wir mal gucken. Hier haben wir das Gedöns. Wo sind die Blätter? Da ist ein Blatt. Gehen wir mal kurz die Höhlen abtauchen, ob wir die alle haben. Aber ich glaube, die haben wir, weil das Totem des Grauens kann ich ja auch schon herstellen. Weil da ist nämlich auch noch ein goldener Zahn gewesen, aber ich glaube, den haben wir auch schon. Ja, ja, komm, wenn du tauchen willst, dann geh tauchen. Müssen wir gucken, ich glaube, hier war der Eingang. Oder auch nicht. Dann war er da. Ja. Gehen wir mal gucken. Könnt ihr euch merken, unter jedem Blatt ist ein Höhleneingang. Da habt ihr entweder ein Zähnchen drin oder Rezept für das Totem. Hier müsste es Totem-Rezept sein. Aber das haben wir ja schon. Aber wir gucken trotzdem nochmal nach. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja, genau. Den haben wir schon. Der hat nochmal einen Zettel in der Hand. Aber, da seht ihr schon, gut, dass wir nochmal hierher gekommen sind. Ach, über mir explodiert irgendwas. Ei, dann können wir auch wieder Zeugs hochleveln. Das ist gut. So, und jetzt gehen wir mal kurz in die Orte. Teich haben wir komplett. Wir tauchen aber jetzt trotzdem... Da ist aber noch ein Zahn. Was ist das für ein Zahn? Aber ich glaube, Teich können wir abhaken. Also um die Zähne geht es mir hier auch nicht, weil wir haben mittlerweile... Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 4 bis 6 Zähne, die man mehr hat, wie man verbrauchen kann. Deswegen sind die mir eigentlich auch nicht so wichtig. Klar, schön, wenn man alles zusammenkriegt, klar. Und wir werden sie auch alle zusammenkriegen, aber es kommt nicht auf jeden Einzelnen an. Das meine ich damit. Jetzt gucken wir da vorne nochmal unter dem Blatt. Und beim Börgel müssten wir nochmal runtertauchen. Es könnte sein, dass da noch der eine Zahn ist. Und dann müssten wir nochmal ins Wasserlabor. Weil... Dort ist ja jetzt noch die eine Statue, die wir noch nicht haben. Wollen wir ja auch alle haben. Oh, da müssten wir auch, glaube ich, nochmal ins Heckenlabor. Naja, gut. Also, hier haben wir das Blatt. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen hier der Mauer entlang schwimmen. Und irgendwo... Ist manchmal blöd zu finden, aber meistens... ist hier irgendwo dann der Durchgang in die nächste Höhle. Ich glaube, hier bin ich schon zu niedrig, oder? Nee, ja, hier sind wir falsch. Da haben wir es doch, oder? Ja. Und das müsste jetzt das Löchlein sein mit dem Zahn. Und mit der Spinne. Hau doch nicht ab. Wo bist du denn jetzt?
So, warte mal, wir sind jetzt von dort gekommen, genau. Dann geht's einmal. Da waren wir schon. Der hat schon nichts mehr. Okay, hier die Höhle hatten wir schon. Da wären wir mit dem Teich jetzt auch gleich fertig. Wie viel von den Dingens fehlen noch? Oh, 7 Wasserflöhe. Die findet man im Teich, finde ich, nicht so gut. Da ist es besser in einem Tümpel, wo wir vorher schon waren. Da kriegt man die viel schneller zusammen. So, 6 Stück noch. Die blöden Moskitos, die sind so blöd. So, hier haben wir das nächste Blatt. Das heißt, hier nochmal runter. Sollen wir mal gucken. Hier ist kein Eingang. Da ist auch kein Eingang. Gehen wir noch ein Stück runter und da haben wir ihn schon. Also ich sag's nochmal, unter jedem Blatt findet ihr einen Höhleneingang. Aber das sollte ja eigentlich schon soweit bekannt sein, aber hier waren wir auch schon. Ich glaube, hier drin war der Zahn der Goldene. Den haben wir auch schon. Also haben wir alles. Das nächste wäre jetzt noch die Höhle vom Burgle aus. Da haben wir noch Pünktchen. Nehmen wir auch gerade noch mit. Science in the house. Da haben wir noch einen Koi, den könnte ich auch ganz gerne mal mitnehmen, aber der lässt sich nicht mitnehmen. Jetzt könnten wir hier noch mal reinschwimmen. Aber da ist die Luke schon offen, das heißt, da waren wir schon. Dann nehmen wir uns die zwei noch mit. Einmal. Zweimal. 4 Stück brauche ich noch. Ist die Frage, ob ich die hier drinnen noch krieg. Wenn nicht, muss ich nochmal in irgendeinen Tümpel rein. Nö. Nö, da würde ich sagen, sind wir fertig mit dem Teich. Muss ich nur noch das eine. Die eine Statue holen. Und dann haben wir das alles. Gut, aber wir sind über 30 Minuten schon. Ihr kennt das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn nicht, gucke ich einfach mal jetzt, wenn wir doch schon hier sind, machen wir in der nächsten Folge, schwimmen wir beim Burgle mal unten raus. Und besorgen uns noch die eine Statue. Dann wäre der Teich auch komplett abgeschlossen. Also, bis denn und tschüss.